Tun Sie etwas, das Sie lieben. Suchen Sie eine Arbeit, die für Sie wie ein Spiel ist. Nur dann sind Sie richtig gut. Nur dann verdienen Sie richtig viel. Nur dann haben Sie Lebensqualität. Ein. Es ist von zentraler Bedeutung, dass Sie sich Ihrer Stärken bewusst sind. Ich glaube, wie Einstein es formuliert, in jedem Kind steckt ein Genie. Jeder von uns, Sie und ich, haben etwas Einzigartiges und mindestens ein besonderes Talent, das wir zur vollen Entfaltung bringen sollten. Sarah Bam-Brathnack, Trainerin für Lebensqualität und Autorin, sagt, den meisten Menschen ist es unangenehm, sich selbst als Künstler zu sehen. Dabei ist jeder von uns ein Künstler. Mit jeder Wahl, die wir Tag für Tag treffen, schaffen wir ein einzigartiges Kunstwerk. Etwas, das kein anderer Mensch hervorbringen könnte. Für Schwächen Lösungen finden oder sie in Stärken umwandeln. Zunächst einmal sollten wir unsere Schwächen genau kennen. Und dann sollten wir eine der folgenden Möglichkeiten für den Umgang mit ihnen wählen. Entweder Sie suchen eine Lösung dafür, oder Sie wählen einen Job, in dem diese Schwächen nicht ins Gewicht fallen und sogar positiv sind. Ein Beispiel für die erste Möglichkeit. Wenn Sie zu viel ausgeben, zerschneiden Sie Ihre Kreditkarten oder geben sich ein monatliches Taschengeld. Ein Beispiel für die zweite Lösung. Bei einem kleinen Jungen zeichnete sich eine Charaktereigenschaft ab. Er konnte einfach nicht verlieren. Verbissen kämpfte er weiter und ärgerte sich maßlos, wenn er dennoch verlor. Der kleine Junge von damals ist heute der weltbeste Torwart, Oliver Kahn. Ich habe ihn vor kurzem kennengelernt und ich kann nur sagen, wie gut, dass er sich einen Job ausgesucht hat, in dem die vermeintliche Schwäche nicht nur nicht stört, sondern sogar förderlich ist. Finden Sie eine Lösung für störende Schwächen oder wandeln Sie diese in Stärken um? Akzeptieren Sie, dass fähige Menschen meist auch viele Schwächen haben. Natürlich sollten wir Arbeit nicht nur als Broterwerb definieren. Arbeit sollte immer auch ein Lern- und ein Zukunftselement beinhalten. Wer es versäumt, sich auf seine Zukunft vorzubereiten und sie aktiv zu gestalten, der wird immer wieder die Gegenwart erleben. Er entwickelt sich nicht weiter. Das momentane Niveau und der heutige Arbeitsablauf erwarten einen solchen Menschen bereits grinsend an jedem einzelnen Tag in der Zukunft. Das Hamsterrad lauert. Es darf einfach nicht sein, dass wir zu beschäftigt damit sind, Geld zu verdienen, um einen überzogenen Lebensstandard zu bezahlen und keine Zeit finden, um unsere Zukunft zu designen. Unser Leben ist wie ein großes Theaterstück. Entweder wir spielen die Rolle, die uns andere Menschen oder die Umstände vorschreiben, oder wir schreiben unsere Rolle selbst. Auf kurze Sicht mag es bequemer sein, eine Rolle anzunehmen, welche die Umstände vorgeben. Aber auf lange Sicht bedeutet das, ein unbefriedigendes, fremdgesteuertes Leben zu erdulden. Wir sollten niemals eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem akzeptieren. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe ein Geschenk für euch und zwar ein Buch. Es geht um Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich Erfolg. Das Buch ist völlig kostenfrei. Es ist der erste Link in der Beschreibung, sprich ganz oben. Bestellt euch das. Es ist komplett kostenfrei für euch. Bis zum nächsten Video.